Stellen Sie sich vor, Sie leiten eine Ihrer Lehrveranstaltungen. Wie können Sie auf Ihre Studierenden eingehen? Wie wissen Sie, wo Ihre Studierenden stehen, wie es Ihnen in Ihrer Lehrveranstaltung geht? In Lektion 2 haben wir gesehen, wie wichtig es ist, Diversität und Inklusion schon in der Planung von Lehre zu berücksichtigen. Hier in Lektion 3 geht es nun aber um das, was in Lehrveranstaltungen nicht geplant werden kann. Spontane Entwicklungen, zwischenmenschliche Dynamiken, hitzige Debatten oder Konflikte. Und es geht um das, was gar nicht geplant werden soll, gerade im Sinne einer diversitätsbewussten Lehre. Ich denke hier an eine gewisse Offenheit und Flexibilität in der Lehrgestaltung, die ein wirklich studierendenzentrierter Zugang immer erfordert. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir eine Lehrveranstaltung planen, kennen wir in aller Regel unser Gegenüber noch gar nicht. Wir wissen nicht, wer an der Lehrveranstaltung teilnehmen wird, mit welchen Interessen, Prägungen, Vorerfahrungen und Bedarfen die Studierenden kommen werden. Sensibilität für Diversität bedeutet immer auch die Bereitschaft, auf diese Eigenheiten und Anliegen der Studierenden einzugehen und sich darauf wirklich einzulassen. Es kann daher nicht alles bis ins letzte Detail im Vorfeld geplant werden. Erst der Dialog mit den Studierenden, erst unsere Bereitschaft, ihr Feedback auf unsere Lehrgestaltung zu hören und zu berücksichtigen, erst das macht inklusive Lehre aus. Wir beginnen mit ganz grundlegenden Methoden, diese studentischen Rückmeldungen und Einschätzungen zu erheben. Classroom Assessment Techniques, kurz CATs, bieten die Möglichkeit, im Semesterverlauf in Erfahrung zu bringen, was wer wie verstanden hat oder noch benötigt, um gut lernen und mittun zu können. In 2 Vortragssequenzen stellt Sebastian Walzig viele Praxisbeispiele für Classroom Assessment Techniques vor, die für Ihre Lehre sicher anregend sein können. Im Anschluss daran geht es dann um die Herausforderungen, die sich aus unvorhergesehenen Ereignissen und zwischenmenschlichen Dynamiken ergeben können. Wenn Sie zu sensiblen oder diversitätsbezogenen Themen lehren, haben Sie vermutlich bereits mit hitzigen oder emotional geführten Debatten Erfahrungen gemacht. Inhalte oder Lehr-Lernziele, die mit dem eigenen Leben, mit Fragen von Identität und zwischenmenschlichem Zusammenleben zu tun haben, spielen eine zentrale Rolle, gerade in transformativen Bildungsprozessen. In Lektion 1 haben wir gesehen, wie verbreitet Diskriminierungserfahrungen an Hochschulen sind. Viele Personen möchten hier verantwortungsvoll handeln, wenn sie ZeugInnen solcher Vorfälle werden. Viele sind jedoch auch unsicher, wie sie konkret intervenieren können. Erschwerend kommt hinzu, dass Diskriminierungssituationen oft nicht klar als solche erkennbar sind. Elisabeth Holzleitner und Maike Laukers lehren beide an der Universität Wien. In 4 Kurzvideos teilen sie mit ihnen ihre Reflexionen und schildern ihre Strategien, wie sie mit solchen herausfordernden Situationen in der Lehre umgehen. Spontan in der Lehre zu sein, kann auch für Personen eine Schwierigkeit darstellen, die nicht ganz firm in der Sprache der Lehrveranstaltung sind. In der letzten Lektion waren ja sprachliche Kompetenzen der Studierenden Thema. Aber auch Lehrende selbst unterrichten oft nicht in Sprachen, in denen sie sich hundertprozentig firm fühlen. Wenn Sie beispielsweise vor der Herausforderung stehen, auf Deutsch oder Englisch zu lehren und diese Sprachen nicht als Erstsprachen beherrschen, kann Ihnen unser abschließender Exkurs in dieser Lektion eine Hilfe sein. Ich wünsche Ihnen spannende Anregungen.